Mittlerweile gibt es FL Studio schon in der Version 20.1. Die wichtigsten neuen Features wird euch gleich der Phil vorstellen. Los geht's! User Talk präsentiert den Comline Leistungscheck. Comline ist Europas starker Pro-Audio- und Videovertrieb. Für alle Belange des Music Recordings bringt Comline die richtige Soft- und Hardware von führenden Markenherstellern in den Fachhandel. Herzlich willkommen zum User Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum User Talk Leistungscheck. Heute ist unser Thema mal wieder FL Studio und dazu muss natürlich der Phil ins Studio kommen. Hallo Phil. Moin schon wieder. Ja, neue Version, auch für Mac? Ja. Alles klar, cool. Ich muss davor sagen, wir haben einen neuen Workflow, der optional ist. Das heißt, die folgenden Dinge sind nicht nur hilfreich, sondern bieten auch halt einen kompletten neuen Workflow, also quasi Umgang mit FL Studio. Oh. Ich habe bisher immer gesagt, ja, wir arbeiten ja nicht spurbasiert, man kann das Ganze machen, weil Instrumente sind nicht fest einer Spur, einem Track in der Playlist zugewiesen. Ich kann sie in den Channel Rack reinladen, ins Channel Rack reinladen und direkt mit dem Mixer verschalten oder in den Mixern Plugin reinladen, was dann automatisch diesen Mixer-Kanal bekommt. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und können jetzt ein Plugin auch direkt in den Track reinladen. Und da fangen wir jetzt mal mit an. Zeig mal. Ich gehe jetzt ganz einfach in den Plugin View und lade mir hier jetzt zum Beispiel mal den Harmless auf den Track 1. Kann ich einfach drauf schieben und loslassen. Und was jetzt passiert ist, der Harmless wird einmal im Channel Rack hier angelegt, kriegt einen Mixer-Kanal und ist dann auch direkt verroutet mit dem Track in der Playlist. Wenn ich jetzt beispielsweise hier diesen Track umändern möchte in mein Plugin mit Bass beispielsweise, wird der Name übernommen für alle Kanäle oder eben auch die Farbe, wenn ich diese ändere. Das heißt, die Übersichtlichkeit ist immer gegeben innerhalb des Projektes, dass der Track zu diesem Mixer-Kanal und eben halt zu dem Channel in dem Channel-Rack gehört. Okay, für Cubase-User oder Logic-User ist das jetzt gar nichts Besonderes, was du da gerade gemacht hast. Die haben ja auch ihre DAW und wir nutzen dafür unsere DAW mit diesen Features, die jetzt neu sind. Das kann ich ja nicht häufig genug betonen. Aber auch die Cubase-User werden sich freuen, weil halt viele dieser Funktionen bisher sie halt abgehalten haben, mit FL Studio vollwertig zu arbeiten. Naja, klar, und diese Recording-Funktionen, die wir auch gleich nochmal zeigen, gehen einfach nochmal einen Schritt weiter, um FL Studio noch vielfältiger zu machen. Definitiv. Alles klar. Also von daher, klar, vielleicht gibt es das in anderen DAWs, das besprechen wir ja auch jedes Mal bei Updates, aber in diesem Fall geht es um FL Studio und dort haben wir unsere Updates. Naja, es ist ja generell für einen Trend, dass die DAW-Hersteller oder Audioprogrammhersteller natürlich sich ein bisschen abschauen, was funktioniert wie bei anderen Programmen und es wird alles ein klein bisschen ähnlicher und das macht jetzt FL Studio einfach auch. Natürlich, genau. Ja. Uns wurde ja auch vieles schon weggeklaut, sag ich jetzt mal ganz. Genau. Das ist auch alles in Ordnung. Wir machen da keine Religion draus, sage ich ja auch immer gerne. Zurück zum Instrument. Wir haben jetzt einfach hier ein Instrument reingeladen. Das können wir auch so häufig wiederholen, wie wir möchten. Wir laden uns jetzt in den Track 2, zum Beispiel den Morphine, der kriegt einen Mixer-Kanal und einen Channel-Rack-Kanal dazu. Und wir sehen hier so ein kleines A, so ein kleines Ausrufezeichen. Das ist dann, dass der assigned ist, dieser Track. Also, dass man sieht, dass ein Mixer-Kanal und ein Channel-Rack-Kanal direkt damit assoziiert sind. Okay. Zusätzlich wird hier ein Pattern angelegt. Das wird dementsprechend dann auch eingefärbt und kriegt auch den entsprechenden Namen, wenn man dem Pattern einen Namen gibt. Das ist das Schöne. Das sehen wir hier oben in dem Pattern-Fenster. Wenn ich da draufklicke, sehe ich hier Harmless und Morphine auch als Pattern hinterlegt. Das ist wirklich sehr hilfreich für die Übersicht. Ich kann hier aber auch in einen Track ein Instrument selber reinladen. Und zwar gibt es hier den Track Mode. Das ist der neue Menüpunkt für die Tracks. Unassigned ist, wenn noch nichts zugewiesen ist. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Instrument reinladen möchte, kommt hier mein bekanntes Dialogfenster für FL Studio, zum Beispiel meine FL Studio Plugins zu laden. Oder einen existierenden Kanal auszuwählen. Das wäre hier oben zum Beispiel ein Kick, ein Clap oder ein Hi-Hat, Snare. Also die Kanäle, die jetzt schon geladen sind, aber noch nicht mit einem Track verbunden sind. So, das machen wir hier jetzt einfach mal. Sagen wir mal, wir möchten den Autogun auf Kanal 3 haben. Und es wird hier auch dementsprechend im Mixer in der Playlist und dem Channel Rack wiederum und das Pattern angelegt. So, was wir noch machen können, ist auf diese Tracks zum Beispiel ein Effekt draufladen. Wir können hier zum Beispiel den Multiband-Kompressor einfach auf. Ach, du ziehst den einfach da drauf. Ganz genau. Und es wird halt quasi direkt ein Kanal erstellt mit
diesem Instrument, Entschuldigung, jetzt habe ich den falschen Kanal genommen, machen wir das Ganze nochmal hier, zack, auf den Autogun drauf. So, und auf dem Kanal des Autoguns haben wir jetzt den Fruity Multiband-Kompressor drauf. Okay, würde das sowas auch mit Insert-Effekten funktionieren? Das funktioniert definitiv. Das sind ja die Insert-Effekte. Ach Quatsch, Send-Effekte, sorry. Send-Effekte funktioniert in dem Fall auch, allerdings nicht mit einem Track-Kanal, weil wir hier ja jetzt mit dem neuen Mixer die Möglichkeit haben, modular uns selber Send-Effekte zu erstellen und Send-Kanäle zu erstellen. Und da lade ich ja nur noch Instrumente, also Effekte rein und keine Instrumente. Deswegen werden die auch nicht mit einer Playlist mit einem Track verbunden, ne? Ah, okay. Das bleiben die ganz normale Effektkanäle, die Send-Kanäle. Mhm. Die sind nicht fest mit einer Spur verbunden, okay. Aber das Schöne ist, wenn ich hier jetzt beispielsweise Doppelklick auf den Morphin drauf drücke und einen dieser Regler hier automatisieren möchte, dann per Rechtsklick kann ich hier eine Automation erstellen, also einen Automationsclip. Und dieser Automationsclip wird auch direkt unter dem Track, also gegroupt zum Morphin erstellt. Das heißt, ich habe alle Controls, alle Automationen, die ich erstelle, immer zu dem jeweiligen Track, also dem Instrument, verschaltet, sodass ich einfach nur hier per Dropdown-Menü die ein- und ausblenden kann und recht schnell hier an meine Automationen rankomme. Das kann ich mit jedem Instrument machen. Das Schöne ist auch, wenn ich aufnehme und zwischendurch einen Drehregler drehe, wird exakt an dieser Stelle dieser Automationsclip erstellt und mit der zugehörigen Spur verknüpft, gruppiert. Okay. Genau. Kann ich diese extra Spuren dann auch verstecken? Selbstverständlich. Also wie gesagt, hier haben wir dieses Dropdown-Menü. Das heißt, alle untergruppierten Spuren kann ich ein- oder ausblenden in dem Fall. Okay. So ein klein bisschen so ähnlich wie bei Cubase, da sind ja auch die Mixer. Genau, das ist von Standard oder von Hause aus bei Cubase ja so, dass diese Spuren halt ein Dropdown-Menü haben oder eben auf dem Clip gearbeitet wird. Das können wir hier natürlich auch weiterhin machen. Es ist halt eine tolle Möglichkeit, auch in einem großen Projekt eine Übersichtlichkeit herzustellen und auch zu gewährleisten über einen längeren Zeitraum. So, wir haben das Ganze jetzt mit Instrumenten und Effekten gemacht. Natürlich können wir das Ganze auch mit Audiospuren machen und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar gibt es da drei Arten und da fragt uns FL Studio auch, was möchtest du denn für eine Art Sound hier hinterlegen? Da kommen wir gerade hier an den Minimal Kicks vorbei. Das ist nämlich auch nochmal ein Update. 55 Minimal Kicks sind in FL Studio 20.1 jetzt dabei. Ich nehme jetzt mal eine Kick und ziehe die auf den Track 1 und jetzt fragt er mich, was ich denn haben möchte. Ein Audioclip, ein Audio-Track oder ein Instrumentkanal. Ich möchte jetzt erstmal ein Audio-Clip. Dieser wird im Channel Rack angelegt, kriegt aber keinen Mixer-Kanal, noch nicht zugewiesen. Aha. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal mache auf dem nächsten Kanal und sage, ich möchte ein Audio-Track haben, dann wird mir auf jeden Fall ein Mixer-Kanal, so wie wir es gerade eben mit den Instrumenten gesehen haben, ein Mixer-Kanal, ein Channel Rack-Kanal und ein Playlist-Track miteinander verbunden. Und auch wenn ich hier wieder jetzt eine Änderung vornehme, wie mit dem Namen oder eben mit der Farbe, wird das mit allen anderen Kanälen dann dementsprechend auch passieren. So, ich kann, und jetzt haben wir natürlich noch den dritten, auch einen Instrumententrack erstellen. Das Sample wird in einem Sampler geladen in FL Studio und das ist ja ein Instrumentensampler. Genau. So haben wir halt quasi jetzt einen Instrumentensampler-Track erstellt und der ist dann natürlich auch wieder mit dem Mixer verbunden. Hier sehen wir jetzt Kanal 6, 7, 8. Das heißt, auch diese Mixer-Zuweisung ist ausgegraut, aus dem Grund, weil alle zugehörigen verknüpften Elemente dementsprechend nur mit diesem Mixer-Kanal fest verwurzelt sind und sich dadurch auch nicht mehr die Zuweisung ändern muss. Wir können jetzt das Ganze auch rückwärts gestalten. Wir gehen hier Rechtsklick auf den letzten Clip und sagen, ich möchte das Ganze unassign beispielsweise. Da wird dann einfach der Kanal mit dem Mixer und dem Track wieder entkoppelt und ich kann mir hier jetzt wieder einen ganz eigenen Mixer-Kanal einstellen oder eben halt diesen Track hier auch als einen Sample-Track nutzen. Wenn ich sowas hier jetzt löschen möchte, geht ja auch, gehen wir auf Delete, dann fragt er mich, was möchte ich denn alles löschen? Will ich alle Clips löschen? Will ich alle Verbindungen löschen? Oder möchte ich halt nur die Verbindungen löschen dementsprechend? Mhm. Genau. Das waren dann so diese Vice-Versa-Wege. Das ist schon mal hilfreich, denke ich mal, um auch Audioclips fest auf einem Mixer-Kanal zu verschalten. Mhm. Was wir jetzt noch neu haben, ist, wenn wir hier jetzt verschiedene Playlist
Tracks haben, die mit verschiedenen Namen oder Farben hinterlegt sind. Da können wir ja mal eben hier gucken. Gibt es ein neues Makro? Da gehen wir auf Tools. Makro und Reset Empty Playlist Tracks. Dann werden alle Playlist Tracks, die ich vorher in der Playlist drin hatte, die keinen Inhalt mehr haben, gelöscht, mit dem Namen gelöscht, die Farbe wird gelöscht, der Mixer-Kanal wird gelöscht. Also das heißt, alle Verbindungen sind weg und ich habe wieder eine Übersichtlichkeit hergestellt in meinem Projekt beispielsweise. So, wir haben zusätzlich die Möglichkeit, wo wir ja jetzt Audio reingeladen haben, auch die Möglichkeit aufzunehmen, direkt in einen Track. Das heißt, ich gehe hier rauf, wieder Rechtsklick auf den Track und gehe in die Track-Menü. Option und suche mir jetzt einen Audio-Track raus und ich sage jetzt einfach mal Kanal 5 hätte ich gerne als Eingangskanal. Da stelle ich mir jetzt meinen Input meines Interfaces ein und kann direkt jetzt auf diesem Track aufnehmen. Was wir hier jetzt sehen, ist der Pre-Button, der jetzt aufleuchtet. Und zwar kann ich ab sofort pro Kanal einstellen, möchte ich vor oder nach den Effekten aufnehmen. Wir wissen alle, normalerweise nehmen wir ein cleanes Signal auf, wenn es sich dann um Vocals handelt, aber wenn wir kreativ mit externen Geräten arbeiten, macht es vielleicht doch mal Sinn, einen Hall mit aufzunehmen. Oder einen Gitarreneffekt. Genau, das ist ja auch möglich und das ist dann als Plugin reingeladen. Das heißt, ich kann natürlich auf dem ersten Kanal sagen, gut, ich möchte es pre-aufnehmen, also vor den Effekten. Und dann verschalte ich diesen Kanal wiederum mit einem weiteren, der dann direkt dann anschließend aufnimmt, also nach dem Effekt. Das heißt, ich nehme einmal clean auf und einmal nach mit dem Effekt und kann die dann gegenseitig muten. Das ist ja bei FL Studio nichts Besonderes. Da wir modular arbeiten, können wir jeden Kanal mit jedem verschalten in dem Fall. Oder eben halt, ich sage, ich möchte von vornherein Post aufnehmen, also quasi Delay oder Hall direkt auf der Stimme schon drauf haben. Das ist eine neue Möglichkeit. Für den einen oder anderen macht es sicherlich auch Sinn, wenn er viel mit Outboard-Equipment arbeitet. Ansonsten ist immer der Tipp, Vocal Recordings bitte so clean wie möglich zu machen. So, aber es gibt ja auch die Möglichkeiten, eine Pre-Spur aufzunehmen oder Demos und so weiter und so fort. Und da macht es sicherlich Sinn. Also von daher ist auch diese Funktion sinnvoll. Auf jeden Fall. Kann man sagen. So, was haben wir denn als nächstes geplant? Genau, und zwar dieser Kanal hier bekommt einen orangen Fader, Entschuldigung. Der bleibt auch stehen. Sobald ich weiß, dass hier ist ein Recording-Kanal ist und der ist scharf geschaltet, ist dieser Kanal mit einem orangen Fader versehen. Ist auch wieder gut für die Übersichtlichkeit im Mixer auf den Kanälen, auf denen ich aufnehme. Wenn es nur 16 Spuren sind oder sowas, sehe ich das. Aber kann ich mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen? Ja, selbstverständlich. So viele so viele Eingänge, einfach wie dein Interface hat. Wir haben ja hier einen Mixer mit 120 Kanälen und 125 Kanälen. Und wenn dein Audio-Interface 125 Eingänge hat, kann ich die alle hier quasi einstellen und aufnehmen. Und das Schöne ist ja, jetzt kann ich auch in der Playlist sagen, ich möchte auf Track 5 bis 20 zum Beispiel diese Kanäle aufnehmen und auch dort genau ablegen. Das war ja bisher nicht der Fall. Da brauchten wir immer quasi einen leeren Track-Kanal, also eine leere Spur. Da gehe ich auf Insert One beispielsweise, weil sich FL Studio an der ersten leeren Spur orientiert bei der Aufnahme. Dort wird die Aufnahme abgelegt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, nee, ich möchte gerne die und die Spur dafür haben. Wenn wir schon mal über Recording reden, sollten wir auch gleich was aufnehmen. Und da gehen wir jetzt mal hier einfach in den Loop-Modus. Und ich sage, dieser Kanal, den habe ich mir ja schon ausgesucht, Kanal 5, soll beispielsweise aufnehmen. So, dann gucken wir mal jetzt hier, ob unser Zuspieler zu bereit ist. Und lassen das mal eben. Dein Zuspieler ist das Telefon? Ganz genau. Okay. Und eigentlich sollten wir was hören und wir hören nichts. Das ist aber auch nicht so weiter schlimm. Wir sehen es ja grafisch. Ich habe hier jetzt theoretisch eine Aufnahme aufgenommen oder ein Sample von extern. Wenn ich diese Spur jetzt mute und weiter aufnehme, wird quasi meine zweite Spur aufgenommen. Und diese Spuren werden auch direkt gruppiert. So, das heißt, zweite Spur aufgenommen. Ah, das ist quasi eine Art Loop-Recording-Funktion. Ganz genau. Und das ist natürlich hilfreich. Haben wir vorher auch schon gehabt im Loop-Recording. Allerdings sind diese Spuren ja jetzt auch diesen Mixer-Kanal direkt zugewiesen. Also auf dem Mixer-Kanal 5 haben wir jetzt aufgenommen und die werden dort auch wiedergegeben nach der Aufnahme. Macht dann ja auch Sinn, genau. Ja. So, und jetzt suche ich mir einfach aus den Aufnahmen den jeweils besten Clip raus. Das war jetzt meinetwegen mal der erste, der jetzt nichts beinhaltet.
Und ich kann auch alle weiteren Spuren dann anschließend wieder löschen. Da gehe ich dann drauf, Delete. Und weg sind sie. Oder eben halt den kompletten Kanal. Wenn ich sage, die ganzen Aufnahmen waren jetzt nicht so schön, dann fragt er mich, möchte ich alles löschen? Und genau das tut er dann ja auch. Zack, weg ist er. Das ist also quasi eine Funktion, wie man sie auch in anderen DAWs kennt, wo man im Loop mehrere Takes aufnimmt. Mhm. Immer von der gleichen Phrase vielleicht. Mhm. Und kann sich dann eben aus den ganzen Aufnahmen ganz bequem die entsprechende Fassung heraussuchen. Ganz, genau. Ganz genau. Das ist ja auch bei den Vocals oder wir haben ja das Overdubben auch schon besprochen, was wir inzwischen haben. Da macht es definitiv Sinn. Gerade, dass man auch ein bisschen mehr Futter halt hinterher hat, anstatt nur eine Aufnahme und sich dann ein bisschen drüber ärgert, dass da nicht der Beste auf. Der eine oder andere macht dann, nimmt gerne im Loop auf. Ja. Weißt du? Und sucht sich dann einen Take raus, ohne dass man jetzt jedes Mal wieder unterbrechen muss. Ganz genau. So, dann ist man einmal drin und dann nimmt man eben so viele Takes auf, wie man braucht und sucht ist sich dann den schönsten. Ist hiermit wirklich super, also besser noch gelöst als in den Vorgängerversionen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe jetzt ein paar Aufnahmen hinter mir und es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, auch aus bestehenden blöden Spuren irgendwas rauszusuchen oder rauszuschmeißen und so weiter. Also es hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass es wieder Spaß macht oder auch jetzt endlich Recording sinnvoll in FL Studio stattfindet. Gehen wir aber mal aus dem Recording raus, denn wir gehen jetzt mal in das nächste Major Update, was FL Studio uns bietet. Da laden wir uns hier einfach nochmal so ein kleines Basic Preset. Und zwar, was sofort auffallen sollte im Channel Rack, wir haben hier ein kleines Fenster hinzubekommen. Und zwar haben wir, wie in FL Studio 11, also bis 11 war es auch dabei, die Möglichkeit, mehrere Steps einzustellen oder quasi eigene Step-Längen für ein Pattern einzustellen. Oder eben halt die Groove-Quantisierung zu ändern. Da war vorher ein Schieberegler hinterlegt. Wir haben hier jetzt einen Drehregler drin, weil die Controls sonst auf dieser kleinen Fläche nicht mehr zusammenpassen. Das wäre jetzt mal das erste tolle Feature. Lassen wir mal hier einfach eine Kick laufen und dazu nochmal ein paar Heads. Und das nächste wäre zum Beispiel, wir können uns unterschiedliche Swing-Faktoren einstellen für Kanäle oder gleiche Swing-Faktoren. Ich stelle jetzt mal das Swing nochmal raus. So klingt das Ganze ohne Swing, so mit vollem Swing. Ja. Und wenn ich jetzt diese beiden Kanäle ausgewählt habe, kann ich hier in das Menü gehen und zwar Set Swing for Selected. Dann kann ich zwischen jetzt den 4,25er-Prozent Schritten sogar auch Custom-Schritte einstellen und jetzt sagen wir mal 37% und diese 37% addieren sich jetzt dem Swing mit dem Hauptregler. Und so kann ich quasi mir eigene Pattern, Swing-Pattern und so weiter erstellen. Mhm. Das sieht man dann hier auf dem Channel-Fenster in den Einstellungen. Hier ist dann der Swing-Regler und der hat sich jetzt für beide Kanäle auf 37% eingestellt. Sehr schön. Nicht? Denke ich auch. So, was wir hier jetzt auf der linken Seite sehen, sind Minimal Kicks. Die sind übrigens auch neu. Kommen mit FL Studio 20.1 sind insgesamt nochmal 55 neue Kicks dazugekommen, die definitiv helfen, Minimal Techno Tracks ein bisschen aufzuwerten von der Bassdrum Seite her. Dann gibt es hier in FL Studio nochmal oder vielmehr in dem Channel Rack noch ein Schließenfenster, was wir hier oben sehen. Das gab es bisher auch noch nicht. Oh, lässt was sich für auch ein Feature. Ja, da kommen ein wir jetzt gerade mal vorbei. Fenster. Ja, super, Mann, ne? Kannst du per Escape sogar schließen. Wow. Der nächste wichtige Punkt daneben wird wahrscheinlich sein, das Loop Recording oder das Looping. Und zwar das Einstellen eigener Loop-Längen. Und zwar, was bedeutet das? User von FL Studio bis FL Studio 11 kennen das sicherlich noch. Das heißt, du hast einen Loop, also eine Kick, die läuft einfach jeden Schlag einen Takt lang, aber du willst einen Bass dazu spielen. Mhm. So, aber wenn dieses Pattern nur einen Takt lang ist, dann würdest du auch nur einen Takt lang den Bass spielen. Du willst aber länger spielen oder länger einzeichnen. Das heißt, diese Kick wird einfach geloopt, so lange wie du spielst oder wie du deine Aufnahme machst. Das ist geil. So, das kennen wir noch von früher und das kann ich hier jetzt auch unterschiedlich einstellen. Ich lasse jetzt zum Beispiel das Ganze hier im Loop durchlaufen. Und sobald ich in den nächsten Takt reinklicke, wird auch die Kick geloopt. Ich kann aber auch hier sagen, ich möchte die Head nicht laufen lassen und hier unten nochmal eine Snare dazu nehmen. Und schon sehen wir unterschiedliche Pattern-Längen. Das heißt, die
Kick wird auf einem Takt geloopt, die Head läuft zwei Takte und die zweite Snare läuft jetzt auch zwei Takte. Ja, ja, sehr gut. So, das sind schon mal die Features hier mit den Pfeilen, um das Looping für die Kanäle einzustellen. Wenn ich rechtsklick auf den Hauptloop-File hier klicke, habe ich nochmal das Advanced Looping. Und hier kann ich pro Kanal jetzt einstellen, wie viele Steps soll dieser Kanal eigentlich haben. Fangen wir doch mal jetzt mit 1 an. So, und haben jetzt die Möglichkeit, die Head ein bisschen kürzer zu machen. Oder eben halt die Snare und dann mal ein bisschen andere Taktlänge reinzubringen. Und auch die Kick-Frage bei 4 Takten. So, und so kann ich mir eigene Rhythmen erstellen. Und das ist dann schon die berühmte Polyrhythmik in dem Fall mit eigenen Taktlängen oder Steplängen in einem Loop. Genau, dann loopen die unterschiedlich lang, die einzelnen Tracks, und dann verschachtelt sich das jedes Mal ein bisschen anders. Das macht die Sache sehr interessant. Definitiv, definitiv. So, das letzte wäre noch, wenn ich sage, okay, das ist eigentlich ein ganz cooler Loop hier mit der Kick, dann kann ich rechtsklick auf einmal diesen Eintrag hier machen und Burn to Pattern auswählen. Das heißt, es werden dann diese Steps direkt übernommen und werden auch eingezeichnet, sind dann nicht mehr als Ghosts hinterlegt, sondern die sind dann schon direkt ersichtlich. Top. Ich weiß. So, das nächste, was jetzt noch käme, wäre, wir haben in den Einstellungen ein Update Automatically Check for Updates Feld mit eingefügt. Das heißt, wenn FL Studio gestartet wird und du bist online, schaut FL Studio, gibt es eine neue Version und bietet die dann natürlich auch gleich an. Alles klar. Ja? So, als nächstes FL Studio Fire Support, da machen wir nochmal ein extra Video drüber. Da gibt es dann die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Step-Längen auch direkt über den Controller zu steuern und auch direkt zu brennen, also Burn to Loop quasi. Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben, gibt es per Shortcut dann auch auf dem Controller. Ansonsten gibt es hier noch ein kleines Update, wie zum Beispiel Frame Count. Das habe ich hier oben sogar schon eingestellt. Ich kann hier einmal die Voices zählen, die ausgegeben werden von FL Studio, oder eben halt die Frames per Seconds. Was interessant ist, wenn ich mit Visualisierungs-Plugins arbeite, wir haben eins drin, das ist das Z-Game Visualisierungs-Plugin. Da gibt es sogar jetzt nochmal einen Export-Wizard, der momentan im Beta-Stadium ist. Aber das FPS, also Frames per Second Counting, funktioniert damit super, wenn man auf der Bühne gerade unterwegs ist, Visualisierungen abfeuert und sich wundert, warum leckt denn da gerade der Screen oder sonstiges. Ja. Das ist schon mal so der erste Indikator, der definitiv hilfreich ist. Und wenn wir hier jetzt in unserem Projekt ein bisschen arbeiten und dieses Projekt abspeichern wollen, können wir sogar nachschauen, wie lange habe ich dran gearbeitet. Das ist jetzt nichts Neues, aber wie viele Spuren habe ich verwendet, wie viele Playlist-Tracks sind drin und wie viele Noten. Oh scheiße, da kriege ich jetzt die Rechnung entsprechend. Beispielsweise kannst du jetzt abrechnen 45 Noten, eine Note mal 10 Cent und so weiter und so fort. Genau. Sehr gut. So, das sind auch schon mal die wichtigsten Features, die wir haben. Ne? Okay. Alles weitere gibt es unter flstudio.com. Also wenn irgendjemand sich noch ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigen möchte, einfach flstudio.com in die News-Sektion. Da gibt es ein Video sogar drüber. Wir haben jetzt nicht alle Funktionen gezeigt, die jetzt auf dem FL-Studio-Video drin, also im englischen Video drin sind. Alles weitere, wie gesagt, einfach online schauen oder bei uns im neuen flstudioforum.de nachschauen. Da bieten wir auch die Hilfe. Und Update ist wie immer umsonst, ist klar. Das Forum bleibt auch umsonst, natürlich. Seit 15 Jahren sind wir jetzt online und haben das alles finanziert. Nein, ich meine, das Update ist umsonst. Na, das Update ist eh umsonst, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, denn jeder User bekommt ja das Lifetime-Free-Update, das ist ganz klar. Alles klar, super. Eine Nummer habe ich jetzt aber noch, okay. Und zwar, wenn wir in die Optionen reingehen und jemand arbeitet mit dem Fire-Controller, den ich ja gerade genannt habe, in den MIDI-Settings lässt sich der Controller, wenn er denn hier ausgewählt wird, hier über den über das Fragezeichen direkt mit der Website von ImageLine verbinden, und dort sind alle Shortcuts hinterlegt, die momentan auf dem Fire zugänglich sind und womit ich FL Studio steuern kann. Wer sich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen will, über diesen Link funktioniert das. Klasse. Super. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Wenn nicht, wir sind im Forum erreichbar und helfen gerne weiter. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like ist möglich, auch ein Abo ist möglich, aber nicht nötig. Nicht nötig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke.